Ja, hallo, grüß Gott, mein Name ist Christine Stadler-Hebig. Ich habe von meinem Werdegang her eine Ausbildung für Biochemie, Genetik und Biotechnologie genossen. Dann habe ich 4 Jahre lang am Biozentrum auf der Uni Wien gearbeitet in der Grundlagenforschung, parallel dazu auch Wirtschaft studiert und darf mittlerweile seit fast 25 Jahren in der Medizintechnik tätig sein. Derzeit bin ich bei Roche Diagnostics beschäftigt, also ich verantworte dort die Bereiche Medical, Governmental Affairs und Market Access. Und vielleicht ein paar Worte noch zu Roche und Roche Diagnostics. Also Roche per se ist ein börsennotiertes Unternehmen, das seit über 127 Jahren auch aktiv ist und Produkte vertreibt. Hat den Hauptsitz in Basel und über 100.000 Mitarbeiter weltweit beschäftigt. Hier haben wir die Besonderheit, dass Pharma und Diagnostik unter einem Dach sind. Wir konzentrieren uns darauf, eben neue Medikamente und Diagnostiklösungen zu finden und auch datengestützte Erkenntnisse zu schaffen, die auch die medizinische Praxis weiterentwickeln und schlussendlich auch Patientinnen und Patienten helfen sollen, länger und auch besser zu leben. Ich engagiere mich sehr stark in der Austromed unter zwei Aspekten. Zum einen darf ich den Bereich der Digitalisierung im Vorstand verantworten. Wir arbeiten in einer Taskforce zusammen und nehmen uns große Fragestellungen vor, zum Beispiel die digitale Infrastruktur in Krankenhäusern, Datenstandards, die Nutzung von Sekundärdaten und auch die Interoperabilität, das sind Themen, die wir lösen müssen. DIGAS, ein vielleicht auch kleinerer Baustein im Rahmen dieses gesamten Digitalisierungsthemas, das uns in Österreich sozusagen beschäftigt. Und ein zweites Thema, das mir auch ganz wichtig ist, ist auch Diversity. Das ist ein Thema, das ich innerhalb der Austromed verantworten darf. Inklusion ist mir extrem wichtig, Vielfalt ist mir extrem wichtig. Also auch da kann man sagen, die Medizintechnik per se ist so divers wie das Leben selbst. Insofern freut es mich ganz besonders, auch hier in Zukunft mein Augenmerk darauf richten zu dürfen. Ja, also wir hatten heute eine Session zu digitalen Gesundheitsanwendungen und ich muss sagen, innerhalb der letzten 3 Jahre ist unheimlich viel weitergegangen. Vor 3 Jahren waren wir hier auf der Lisa Werner Conference und haben darüber gesprochen, dass es einen politischen Auftrag braucht, um digitale Gesundheitsanwendungen in die Regelversorgung zu bekommen. Heute sprechen wir über Pilotprojekte, wo 4 Hersteller auch schon aktiv an diesen Pilotprojekten mitarbeiten, wo der Prozess evaluiert wird zur Bewertung und der Prozess evaluiert wird auch zur Erstattung von digitalen Gesundheitsanwendungen. Wir können heute mehr oder weniger davon ausgehen, dass 2026 die Erstattung möglich sein wird, dass man einen Antrag stellen kann, auch als Hersteller, um in die Erstattung zu kommen. Und es ist an der Stelle auch wirklich total zu begrüßen, dass es ein sehr kollaborativer Ansatz ist. Also die Systemplayer vernetzen sich sehr stark auch mittlerweile mit den Herstellern, mit der Medizintechnik, mit uns, mit der Austromed, um eben auch gemeinsam voneinander zu lernen und gemeinsam die Stoßrichtungen vorzugeben, die es braucht, um in Österreich auch in die Regelversorgung zu bekommen. Da bin ich extrem froh drüber, das finde ich auch ganz toll. Wir sitzen im Endeffekt bei den Prozessen jetzt mit am Tisch, bei den Prozessen, wie eine DIGA bewertet werden soll, bei den Prozessen, wie eine DIGA dann schlussendlich auch in die Erstattung kommen soll. Und das ist wirklich eigentlich unabdingbar vor dem Hintergrund, dass wir hier von Innovationen sprechen, die aus dem Medizinproduktebereich kommen. Vielleicht gibt es noch einige Hürden zu lösen, die jetzt rechtliche oder auch regulatorische Fragen aufwerfen. Da bin ich zuversichtlich, dass wir jetzt auch die entlang von dem Pilotprozess lösen können und adressieren werden können. Und wir als Austromed stehen natürlich auch jederzeit zur Verfügung, falls es da zu Fragen kommt. Also auch da sind wir immer sehr gerne Ansprechpartner. Ja, ich würde mich besonders freuen, wenn wir auch viele Unternehmen ansprechen, die noch Mitglied der Austromed werden wollen. Wir organisieren uns in Branchen sozusagen Gruppen und werden dort aus der jeweiligen Branche auch die großen Hürden aus dem Gesundheitssystem gemeinsam adressieren. Also bitte gerne auf uns zukommen. Auf der Website der Austromed findet man natürlich die Ansprechpersonen und die Möglichkeiten, wie man bei uns Mitglied wird. Wenn Sie nähere Informationen zum Unternehmen, in dem ich arbeite, Roche Diagnostics, benötigen, auch gerne auf www.roche.at schlau machen. Freue mich immer auch über Vernetzungen über LinkedIn.
Also auch da sind die Austromed und ich auch persönlich sehr aktiv. Also freue ich mich, wenn Sie auf uns zukommen. Und ja, wo trifft man mich? Also vielleicht in den nächsten Wochen irgendwo am Christkindlmarkt unter Umständen. Und ja, nächstes Jahr starten auch schon wieder große Veranstaltungen. Wir werden am 7. März die Frühjahrsgespräche der Austromed haben. Da sind Sie herzlich eingeladen, teilzuwohnen. Im Mai findet wieder das AHF statt, also das Austrian Health Forum, eine große Veranstaltung, wo man viele Stakeholder trifft. Also auch da gerne dabei sein, bin sicher auch persönlich wieder mit an Bord, genauso wie im österreichischen Gesundheitswirtschaftskongress im Juni. Und da freue ich mich, wenn wir uns auch persönlich wieder treffen.